Ja, ich glaube, der männliche G-Punkt ist im Herz. Und ich bin auch nicht einer, der immer nur Schöne zeigen will, weil so ist meiner Meinung nach das Leben nicht. Oder? Das Leben ist eine Erdbeere. Im Sommer schmeckt es besser, auch den meisten. Wir sind unterwegs in der Schweiz, auf der Strasse des Lebens, auf der Suche nach Menschen so bunt wie ein Fruchtkorb. Und heute treffe ich im Thurgau der Michi Schmid, Bachelorette-Gewinner 2016. Kommt mit! Guten Morgen. Michi? Nein. Guten Morgen. Es ist Nachmittag um 4 Uhr. Bevor wir in die Zukunft fahren, würde ich gerne in die Vergangenheit schauen. Ja. Ein kleines Filmli vorbereiten. Der Mann, dem es gelingen sollte, Jacquelinas Herz zu erobern, brauchte keine großen Worte. Das ist der Schönling, ich sag's euch. Wie fest helfen Sie dir bei den Interviews? Komm, sag doch mal das. Hier könnte man noch ein bisschen Konflikt haben. Also, ich bin im ersten O-Ton, sagt man dem so, das Interview. Ja. Bin ich dort gestanden, haben sie mir etwas gefragt und ich so, ja, was muss ich jetzt sagen? Kommt da nicht irgendwo die Tafel führen, wo drauf steht, was ich muss sagen, oder? Sie so, nein, deine Meinung. What are you waiting for? Er hat immer gescheit die Landschaft gefilmt wie da. Wie ist es, wenn man sich selber im Internet sieht, rummachen und so? Was ist das für ein Gefühl? Ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, weil ich meine, da gibt es ganz andere Gefühle, wo wir das Wochenende in den Ausgang gehen und mit irgendeinem rummachen. Ich sage dir ein Wort und du sagst, gibt's oder gibt's nicht? Ja. Yeah. Paralleluniversen. Gibt's nicht. Der männliche G-Punkt. Gibt's. Wo ist er? Ja, ich glaube, der männliche G-Punkt ist im Herz. Gibt's ein Leben nach dem Tod? Ich glaube daran, ja. Klimaerwärmung. Gibt's definitiv. Ein Influencer ohne Fake-Follower? Gibt's. Du? Ich habe keinen. Bist du sicher? Hundertprozentig. Gut. Gehen wir jetzt trainieren? Gut, gehen wir. Geil. Ein Engel hat mir erzählt, eventuell machst du bei Ninja Warriors mit. Ja, aber eben, da sind wir wieder an dem Punkt. Ich mache nur mit, wenn ich auch wirklich reelle Chancen habe, okay, um dort etwas zu reissen. Meine, wenn ich am ersten Hindernis runterkomme, da würde ich mich, glaub, tagelang hinter sein. Und das Ziel ist zu gewinnen, sonst mache ich dort nicht mit, weil da bin ich wirklich ehrgeizig. Und was im Moment so, was ist, an was musst du noch am meisten arbeiten für an diesem Parkour? Ja, also ich glaube, mein Hauptproblem ist, dass ich einfach zu schwer bin. Mhm. Ich meine, mit 86 Kilo, ja. ich muss da permanent heben, Griffkraft, ich komme nicht vom Klettern. Ausdauer habe ich, habe schon gewisse Kraft. Aber wirklich so die Ausdauer, so zum wirklich lang heben, das ist das, was mir wirklich fehlt. Yeah. Yeah. Bachelorette hast du schon gewonnen. Ich hoffe, du gewinnst schon Ninja Warriors. Ja, noch ein bisschen trainieren und dann ich hoffe, ich komme da gut. Danke dir vielmals für die gute Fahrt. Merci dir. Ich bin schon wieder auf der Autobahn. Schnellst Weg raus aus dem Thurgau. Wir sehen uns nächste Woche. Louds on the road. Habt's gut.